Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und liebe Community, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei Antonias Sterne. Heute geht es darum, wie die vier astrologischen Elemente unsere Persönlichkeit prägen. Und zugeschaltet ist Dr. Christoph Niederwieser, Astrologe, Zukunftsforscher und Wirtschaftswissenschaftler. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Christoph, und herzlich willkommen. Ja, danke dir, Antonia. Herzlich willkommen alle zusammen. Ja, bei unserem Interview über die Zeitenwende und die kommende Luftepoche hatten wir das Thema der vier Elemente kurz angerissen. Und zwar im Zusammenhang mit der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Und daraufhin haben wir viele, viele Anfragen und Zuschriften bekommen, ob wir dieses Thema nicht vertiefen könnten. Und das machen wir heute. Wie die vier Elemente den Charakter, die Motivation und unser Erfolgsstreben prägen, vor allem auch im Hinblick auf die kommende Ära des Luftelements. Christoph, die Lehre von den vier Elementen gibt es ja nicht nur in der Astrologie. Das scheint ein kulturell tief im Menschen verwurzeltes Konzept zu sein, oder? Ja, also die vier Elemente, das ist wohl eine der großen Kontinuitäten in der Geistesgeschichte, gerade in der europäischen, aber bis hin nach Indien. Das Ganze ist ja schon losgegangen vor über 2500 Jahren im alten Griechenland in der Antike und hat eigentlich unsere Kultur bis heute begleitet. Ja, also im 19. Jahrhundert ist die Temperamentenlehre ein bisschen im Bereich des Aberglaubens verdrängt worden. Aber wenn man sich heute anschaut, gerade im Bereich der Management-Diagnostik, wo es darum geht, mit Fragebögen den Charakter von Menschen, die Persönlichkeit von Menschen auszumessen, da sind die unter einer modernen Zeitgeistmaske wieder voll da. Kannst du mal aus deiner tollen historischen Zauberkiste was für uns hervorzaubern? Das ist immer eine unglaubliche Datensammlung und auch viele tolle Präsentationen. Das ist bestimmt super geil. Ja, sehr gerne. Also die vier Temperamente, hier sieht man sie ja. Das ist sozusagen die Vierteilung der Menschheit. Ja. Also alle die 8 Milliarden Menschen sind im Grunde in vier Schubladen einzuteilen. Wir sehen links oben den feurigen Choleriker, ja, der aktiv nach vorne geht, der manchmal auch zornig ist. Rechts oben gelb, das Luftzeichen, ja, der Sanguiniker, der immer pfiffig ist, kommunikativ, geistig wendig. Rechts unten der Wassertypus, der Phlegmatiker, der ist eher gemütlich gelöst und sehr, sehr sozial orientiert. Und eben links unten in grün der Melancholiker, das Erdtemperament, der halt ganz, ganz stark pflichtbewusst ist und nach Daten und Fakten sich orientiert. Ja, diese vier Typen, man kann sagen, hier, die gibt es halt schon seit ungefähr dem 5. Jahrhundert vor Christus. Das ist hier eine Präsentation, die habe ich vor einem Jahr an der Universität Erlangen gehalten, bei der Konferenz Die Zukunft der Prognostik. Da ist übrigens seit kurzem das komplette Video, der komplette Vortrag online auf YouTube zum Anschauen. Ja, und wir sehen hier eben Hippokrates, Empedokles, das waren die beiden, die diese vier Temperamente eingeführt haben. Ja, und Hippokrates, der auch gesagt hat, jedes dieser Temperamente steht mit einem Körpersaft in Verbindung, zum Beispiel eben der Melancholiker mit der schwarzen Galle, der Sanguiniker mit dem Blut. Und wenn man halt zu viel oder zu wenig von diesen Körpersäften hat, dann prägt es einerseits den Charakter und andererseits wirkt sich das auch gesundheitlich aus. Derjenige, der dann wirklich so diese vier Typen ausformuliert hat, das war Galen, so ja, im 2. Jahrhundert nach Christus. Und dann hat es eigentlich unsere Geschichte lange, lange geprägt. Also wir sehen hier in der Renaissancezeit, kein Arzt durfte praktizieren, ohne nicht diese vier Elemente ganz genau kennen zu müssen und auch genau zu wissen, welches Temperament braucht welche Medizin und welche Behandlung. Ja, hier ganz ein schönes Bild, 1465 aus dem Codex Schürstab in Nürnberg. Ich mache es vielleicht noch ein bisschen größer. Ja, so hat man sich das vorgestellt. Ja, also der Choleriker, der wird oft dann im Kreis von Flammen dargestellt, wie er die Frau schlägt, also so ganz brachial. Dann der Sanguiniker, der ist meistens irgendwo so eloquent im Austausch, im Sozialen, am Tanzen, am Singen, am Diskutieren. Der Phlegmatiker rechts unten, der Wassertypus, der lässt sich irgendwie, der plätschert so gemütlich vor sich hin, oft auch mit Musik verbunden. Das Musikantische ist ja auch ganz stark fürs Wasserelement. Und links unten der Melancholiker, der hat eigentlich in seinem Leben nur zwei Dinge. Entweder schläft er, weil er erschöpft ist, oder er arbeitet bis zum Umfallen. Ja, so hat man sich eben vor 500 Jahren vorgestellt.
Und wenn man dann weiterschaut, also bis eben ins 19. Jahrhundert rein, große Köpfe wie Goethe oder Kant, die haben ganze Traktate diesen vier Elementen gewidmet. Und dann eben ist still drum worden, dann ist so die materialistische Medizin ganz stark aufgekommen, eben in der momentan zu Ende gehenden Erdepoche, bis eben im 20. Jahrhundert, die dann von der Management-Diagnostik wiederentdeckt wurden und man gesagt hat, okay, jetzt man Sanguinika, Phlegmatika, das ist altmodisch, da braucht man eine neue Zeitgeistmaske, das müssen wir mit Kosmetik aufhübschen. Und dann sind es halt so Modelle geworden wie DISC, Insights, MDI, LIFO, Lifestyles, Herman Brain Dominance Instrument und so weiter. Ja, und wir sehen hier schon so ein paar grafische Auszüge aus diesen Modellen. Da heißt dann halt eben beispielsweise, der feurige Choleriker, das heißt dann eben nicht mehr Choleriker, der heißt dann zum Beispiel der Organisator. Ja, Christoph, kannst du die Grafik ein bisschen weiter ins Bild rüberschieben? Ich glaube, ich sehe hier noch... Genau. Ein bisschen größer. Also da sehen wir schon im Grunde genau dasselbe wie diese vier Temperamente, die wir immer schon hatten, aber halt eben im Management. Neusprech, was einerseits natürlich zeigt, dass das wirklich eine ganz, ganz fundamentale Denkkategorie im menschlichen Denken zu sein scheint. Ja, oder halt wirklich was man auch so in der Wirklichkeit vorfindet. Ja, es ist natürlich sehr spannend, eben du sprichst so schön von der Zeitgeistmaske, wie sich bestimmte Grundstrukturen eben doch über die Jahrtausende weiter fortpflanzen. Und genauso kann man natürlich, wenn man jetzt sich mit Astrologie beschäftigt, auf Anhieb die astrologischen Elemente darin wiedererkennen. Zum Beispiel muss ich echt so lachen, der Phlegmatiker ist ja der Erdtypus. Da fühle ich mich natürlich sehr angesprochen als Steinbock mit Saturn. Und dieses entweder liegt im Bett, weil er erschöpft ist oder arbeitet sich zu Tod. Das ist natürlich die typische, gerade jetzt für den Steinbock, die typische Entsprechung zwischen Burnout und manischer Arbeitssucht. Also das ist schon sehr interessant. Also die astrologischen Elemente, würde ich sagen, sind noch etwas ausgefeilter, aber man erkennt vieles drin wieder. Ja, genau. Also in der Astrologie, da haben wir ja diese vier Typen. Das ist ja eine Grundkategorie des Tierkreises. Ja, wir haben einerseits die vier Tierkreisquadranten. Wir haben aktiv, passiv oder halt die innen- und außengerichtete Polarität. Wir haben kardinal fix veränderlich, also das heißt die Modularität der Tierkreiszeichen. Aber ganz das Wichtigste sind natürlich die vier Elemente, ja, wo sich auch eben die 12 Sternzeichen, die 12 Tierkreiszeichen drum gruppieren. Und da, Antonio, hast du ja eine klasse Präsentation und eine Grafik. Ich würde da vielleicht das gerade mal rüberschalten. Ja, gerne. Ja, also wo wir jetzt eben sehen, Moment, wenn es denn losgeht. So. Genau, da haben wir jetzt also die vier Elemente. Damals habe ich lange gesucht, um schöne Elementbilder zu finden, die auch den Farben, wie wir sie den Tierkreiszeichen zuordnen, entsprechen. Feuer ist natürlich klar, das ist rot, aber Erde ist bei uns eben nicht braun, sondern grün. Die Luft stellen wir in gelb dar, deswegen habe ich diesen gelb gefärbten Himmel genommen und das Wasser ist natürlich blau. Das sind also, und das Schöne ist, wenn man wie in der API-Schule zum Beispiel, der Huber-Schule gebräuchlich oder überhaupt auch in Deutschland, in Europa in den meisten Horoskopen, hat man diese farbige Zuordnung eben auch im Tierkreis, sodass man das dann schon so auf einen Blick erkennen kann. Wenn wir jetzt mal schauen, können wir kurz über die Charakteristiken der Elemente sprechen. Die Sonnenzeichen Widder, Löwe und Schütze gehören also zu den Feuerzeichen und darin erkennen wir natürlich auch so ein bisschen das alte Bild des Cholerikers wieder, denn die sind also feurig, die sind mitreißend, die sind begeisterungsfähig, aber eben auch aufbrausend. Ne? Da haben wir den Choleriker oder dominant und oft auch rücksichtslos und sie sind risikofreudig. Also das Element Feuer wird von der Aussicht auf ein schönes Risiko stark motiviert und wenn die dann also ihre Erfolgsstrategien verfolgen, dann tun sie das meistens offen, laut, auch gerne mal aggressiv und vor allen Dingen auch siegesbewusst, weil sie eben der Meinung sind, man muss auch ein bisschen Glück haben. Und wenn dann eine Sache nicht klappt, dann suchen sie eben den nächsten Kick und das nächste Risiko. Und da erkennen wir schon einiges vom Choleriker auch drin wieder. Was würdest du sagen, Christoph? Ich habe ja hier schon gesagt, dass du Löwe bist.
Also der Choleriker oder das Feuerzeichen, mit dem geht ja eigentlich der Elementenzyklus los. Ja? Also im Wasser, da kann man sagen, da bahnen sich die Dinge noch im Hintergründigen, im Unbewussten an. Ja? So ein bisschen unter der Bewusstseinsschwelle. Und das Feuer, das bringt es in die Erscheinung. Ja? Das Feuer, das leuchtet auf, das heißt, es kommt ins Offensichtliche. Genau. Da steht jetzt plötzlich das Ding in der Welt, im Widder zum Beispiel, zack, da geht einfach der Urwald los und die Aktivität im Umraum. Ja? Oder eben der Löwe, da zeigt sich die Persönlichkeit, da zeigt sich die Individualität, der Lebensfunke. Oder eben im Schützen, da zeigt sich eben das Feuer des Geistes. Also das heißt, da geht es immer um eine Kenntlichmachung und um eine in die Erscheinung bringen. Und dadurch ist der Feuertypus auch in den ganzen Typologien im Management auch immer so der offensichtlichste. Ja, der geht auf die Zehen, der ist direkt, der spricht die Dinge offen an, der ist vielleicht manchmal sogar zu direkt, dass die Mitarbeiter, gerade wenn es ein Wassertypus ist, dann sich schnell ins Schneckenhaus zurückziehen und sauer sind. Aber die wollen es eben ins Offensichtliche bringen und artikulieren. Und die wollen das, was vorangeht. Die wollen gestalten, ja, die wollen was kreieren. Ja, das sind also Feuer, das erschafft die Dinge in der Erscheinung. Und ist natürlich insofern auch oft hitzig. Wenn jetzt jemand eher so ein bisschen sensibel, romantisch veranlagt ist, dann ist dem natürlich so eine Feuerdominanz viel zu viel. Ja, sehr einschüchternd. Und also auch vom Führungsstil her neigen die Feuerzeichen oft schon so zum autokraten Führungsstil. Ja, also das heißt, sie bestimmen und laufen voran, führen mit Charisma und der Trupp, der soll eigentlich schon dann entsprechend sich auch so verhalten. Also und da eben gerade der Widder, auch der Schütze. Beim Löwen ist ein bisschen anders. Löwe ist ja schon das fixe Feuer. Ein kultivierter Löwe, der schaut ja schon so auch ein bisschen leben und leben lassen, dass jeder Mitarbeiter sich nach seiner Individualität auch entfalten kann und dann entsprechend seine eigenen Charakterstärken, seine Talente im Gesamtziel einbringen kann. Ja. Genau, und der Schütze, habe ich zumindest beobachtet, ist ein sehr guter Motivator und oft jemand, der dann, wie du auch sagst, der gehört zur geistigen Sphäre schon, der vertritt gerne Ideen, ist dabei aber jetzt nicht unbedingt der Machertyp. Also der Schütze ist so der ideale Visionär, der dann eben Leute so mit einer tollen Idee mitreißt. Genau, also der Schütze ist so der typische Strategieberater. Also derjenige, der nicht jetzt zum Beispiel im Bereich Unternehmensberatung, der da nicht sich da ins Eingemachte macht und jetzt irgendwie technische Systeme implementiert oder irgendwas, was schwierig, kompliziert ist. Nee, das ist nicht für einen Schütze. Der will das große Bild haben, der sagt da, wie es hinter dem Horizont weitergeht. Und der will die Dinge aus der Vogelperspektive sehen, ähnlich wie der Wassermann ja auch. Und der will sozusagen den Funken des Geistes entzünden mit einer knackigen Vision oder mit einer knackigen Mission, wo dann halt alle entsprechend wissen, in welche Richtung sie laufen. Schütze gibt den Leitbanner vor. Genau. Ja, genau. Dann eine Frage vielleicht noch, bevor wir ins nächste Element gehen. In diesen Management-Klassifizierungen, gibt es da Namen, die zum Feuertypen passen? Also ich habe dann erst noch eine Folie dabei, zum Beispiel bei den Menschenbildern von Schein. Das ist eine Lehre, die wird bis heute, seit den 60er Jahren bis heute, in allen BWL-Lehrbüchern Personal gelehrt. Ja, wenn man das an der Uni studiert, da ist jetzt das selbstaktualisierende, also das selbstverwirklichende Mensch. Bei McGoby, der hat einen Bestseller geschrieben, Ende der 70er Jahre, der hat die vier Erfolgstypen im Management. Und da ist der Dschungelkämpfer, also auch ganz passend. Ja, wobei er eben sogar da unterteilt den Dschungelkämpfer in den Löwen und den Fuchs. Ja, der Löwe, das ist wirklich dann so der Löwe, den wir auch im Horoskop haben. Und der Fuchs, der zeichnet sich auch durch Schleue und Wendigkeit. Das ist halt, was wir auch jetzt gerade mit dem Schützen beschrieben haben. Bei Insights MDI ist es ganz klassisch der Direktor, ja, also der die Dinge vorgibt. Ja. Im Team-Management-Profil der Organisator. Und zum Beispiel bei den Verhandlungsstilen von Maskenbrück, der nennt den Verhandlungsstil flexibel-aggressiv. Ja. Ah, ja, ja. Also, wir sehen viele schöne neue Begrifflichkeiten, die im Grunde die klassischen, die uralten astrologischen Archetypen einfach jetzt im modernen Management-Neusprech formulieren. Ja, Wahnsinn. Gut, dann lass uns weitergehen. Das nächste Element ist dann die Erde, weil das setzt sich ja immer dem Tierkreis nach
fort. Das heißt, wir fangen mit dem Widder an. Als nächstes kommt der Stier. Das ist also, es tritt dann als erstes das Erdelement auf, sozusagen. Und dazu gehören eben Stier, Jungfrau und Schütze. Und im Element Erde ist, während im Element Feuer Risiko eine große Motivation ist, ist die Motivation im Element Erde die Sicherheit. Also wenn Menschen mit viel Erde im Horoskop, die bleiben auf dem Boden der Tatsachen, die sind materiell, die sind sicherheitsorientiert und zuverlässig und sind, das ist jetzt ein bisschen anders als beim Phlegmatiker, sie gelten in der Astrologie aber auch als sehr körperbetont und sehr sinnlich, weil die Erde eben auch den Körper repräsentiert, ne? Die Materie halt. Und das sind die Realisten des Tierkreises. Und wenn die nach Erfolg streben, dann handeln sie mit sorgfältig auf das zu erreichende Ziel hin abgestimmten Mitteln. Also die setzen ihre Energie eben auch sehr gerne zielgerichtet ein, also auch nicht unnötig zu viel. Und dann haben die auch einen langen Atem dabei. Also ein Risiko, mit Risiko kann man einen erdbetonten Menschen nicht motivieren, sondern eben eher damit, dass man sagt, es ist eine sichere Sache. Also ja, so genau. Seite. Ja, also im ersten Schritt, das Feuer bringt es in die Erscheinung. Da geht einfach was los. Da wird ein Projekt losgetreten zum Beispiel. Und zweite Phase ist die Konsolidierung. Das heißt, richtig, man muss das Ganze absichern. Ja. Man muss die Dinge, die man erreicht hat, einmal schauen, dass da eine Routine draus wird. Man muss das Ganze in Prozessen irgendwie auch gliedern, dass es verwertbar ist. Und da sind wir eben dann direkt im Element Erde, das ja für die Materie auch steht. Ja, der Stier, der die ganzen Depots anlegt, der all das, was der Widder am Beute gemacht hat, dann sozusagen in die Schatzkammer reinbunkert und eine Mauer drumherum baut, so das Revier einhegt. Die Jungfrau natürlich, die schaut, dass die Erde irgendwie noch in Bewegung bleibt, die das Ganze sortiert, die das Ganze in Schubladen ablegt. Ja, also das war natürlich im Neolithikum, war das diejenige, die geschaut hat, dass die Lagerbestände alle passen und dass die alle auch richtig so liegen, dass sie wiedergefunden werden können. Genau. In der heutigen Zeit ist vielleicht der Datenanalyst zum Beispiel. Ja, genau, der Controller. Und die Jungfrauen waren, glaube ich, auch dafür zuständig. Das fällt ja in unseren Breiten hier auch in die Erntezeit und in das Sortieren des Saatguts eben auch, dass man dann wusste, man musste Saatgut übrig behalten und durfte das nicht alles verbrauchen, damit man nächstes Jahr wieder aussäen konnte. Das ist auch Jungfrau. Genau, also Jungfrau, ganz wichtig eben so die optimale, effektive Nutzung der Ressourcen. Genau. Ja. Nichts verschwenden, nichts vergeuden, das Maximum aus den Dingen rausholen, alles verwerten. Das ist eben die Jungfrau, ja, das ist wie so ein Ameisenhaufen, der eben schaut, dass ihm alles, was irgendwie vielleicht dann nochmal liegen bleibt, doch noch verwertet wird. Und schließlich dann der Steinbock eben, die kardinale Erde, da geht es dann auch schon darum, eine große Struktur vorzugeben. Ja? Also die schauen ja dann wirklich eben auch, das ist ja dann schon der vierte Quadrant, der Weltenquadrant, ja, also das Überpersönliche. Also was für eine Gesellschaftsstruktur zum Beispiel, was für eine behördliche Struktur, wie muss ein Unternehmen von der Organisationsstruktur aufgebaut sein und wie laufen all diese Prozesse dann ineinander? Ja, das ist dann schon mehr das Konzept von dem Ganzen. Und das natürlich die kardinale Erde, Steinbock will natürlich auch vorankommen. Ja, die Gebirgskämse, der hat so sein Ziel vor Augen. Und auch wenn es da so ein Gipfel ist, da 2 Kilometer oberhalb, der beißt sich so lang fest und springt Stein für Stein, Plateau für Plateau, bis er oben ist. Und der Steinbock ist dadurch eben auch wirklich ein guter Organisator und Politiker auch häufig. Dem fehlt zwar dieses Feuer, aber er hat einfach diese Sicht auf die große Struktur, die man braucht. Und deswegen verorten wir ja eben auch Regierungen. Und wie wir ja beim Saturn-Pluto-Zyklus besprochen haben, Saturn, Pluto und Steinbock, das ist eben auch Kontrollmechanismen durch Regierungen. Das ist die Idee des Steinbocks, dass der die große Organisation vertritt sozusagen. Genau, weil das Steinbock gibt den Mainstream vor. Der ist eigentlich das Mann-Prinzip. Also was man macht, was man nicht macht, genau. Was man darf, was man nicht darf. Also Steinbock ist ein extrem guter Stellvertreter, weil der halt eben wirklich die eigene subjektive Persönlichkeit dann auch so großen übergeordneten Zielen unterordnen kann, im Gegensatz zu den Feuerzeichen. Und wie tauchen jetzt die Erdzeichen im Management in der Beschreibung auf? Ja, das sind dort natürlich auch immer so die eher trockenen, so die Sachtypen, die sich immer vor allem nach Fakten, Daten und Zahlen orientieren, die dann, gerade wenn das dann auch so diese Persönlichkeitstests in der Management-Diagnostik sind, die man dann gerne irgendwie ins Controlling, in die Buchhaltung steckt, ja, vielleicht dann auch noch in die Lagerhaltung und solche Dinge.
Also eher dann so der trockene, der ernsthafte Typ, der aber auch ganz, ganz zuverlässig ist und der sozusagen auch das verlässliche Rückgrat des Unternehmens bildet. Also das ist da eben ganz, ganz wichtig beim Erdelement, beim Erdtypus. Und die heißen dann beispielsweise eben der rationale Mensch, ja, bei Redin der Verfahrensstilmanager, bei Mekobi der Fachmann, ja, also der will eben nicht irgendwie den Wettbewerb besiegen, sondern der will im Grunde die Sachlagen besiegen, indem man sie möglichst gut nutzt. Bei Insight sitzt der Beobachter, ja, im Team-Management-Profile, der Controller, also wir sehen schon, das ist der, der eigentlich so das solide Fundament des Unternehmens schützt, bildet und ausbaut und absichert. Genau, der die Zahlen hat. Und das ist dann der Schütze und Steinbock ist ja immer so eine witzige Paarung, weil der Schütze immer so, ja, das ist die Vision und das muss man machen. Und dann kommt der Steinbock und sagt, Moment, wie sieht das denn dann mit den Zahlen aus und der realistischen Machbarkeit? Das ist immer so lustig, wenn Feuer auf Erde trifft. Da geht es immer darum, um die tolle Vision und dann anschließend die Machbarkeit. Ne? Ja, das ist gerade in der Wirtschaftsastrologie ein fundamentaler Übergang hier oben. Ich hoffe, man sieht die Maus. Zwischen Schütze und Steinbock, weil im Weg der Kausalität, also Ursache-Wirkung, da ist so, dass der Schütze, der kann mit seinen Visionen so lang laufen, bis er dann an die Mauer des Steinbocks prallt, also an die harte Realität, wo sich das Leben entscheidet aufgrund der großen Struktur, welche dieser Visionen hält, welche hält eben nicht. Ja. Umgekehrt im Weg der Finalität, der Zweckursachen, ja, also sprich von der Idee zur Verwirklichung obenrum, verkehrt rum durch den Tierkreis, da ist halt so, dass der Schütze der ist, der die Struktur des Steinbocks in die Welt rausträgt. Ja, also er ist halt der Bote des Steinbocks. Das ist immer beides gleichzeitig. Ja, ich habe auch immer gefunden, Schützen sind gute Regierungssprecher. Trockenes Material halt super gut darstellen können, sodass es ein bisschen mitreißender wirkt. Genau. Ja, super. Schön. Das macht richtig Spaß. Dann lass uns weitermachen. Als nächstes kämen wir ja dann zur Luft. Und das ist natürlich jetzt besonders spannend, denn das sind eben die Elemente, in denen sich in Zukunft Saturn und Jupiter immer treffen werden in den nächsten 130, 140 Jahren. Genau. Gut, ich gebe hier erstmal schnell meinen Überblick. Ja. Erstmal auf die Menschen, also schlicht, wie ich es in der Astrologie vermittle, ne? Menschen mit viel Luft im Horoskop. Das heißt, es muss ja nicht nur das Sternzeichen sein, können auch andere Planeten oder Elemente sein. Also Menschen mit viel Luft im Horoskop sind sozial bezogen, die sind beziehungsorientiert, die wollen in Austausch gehen, ne? So wie die Luft eben, sind kommunikativ und verstandesbetont, intellektuell orientiert und kontaktfreudig, eher unparteiisch und können auch mal kühl wirken. Und wenn sie ihren Erfolgsstrategien nachgehen, dann agieren sie mit Worten, Strategien und Konzepten. Das wären so erstmal meine Stichworte. Und das Motiv der Luftelemente, das sind die Ideen. Also eine Idee oder ein Konzept von etwas, das motiviert einen Luftmenschen. Ja, genau. Also ist dann die dritte Stufe im Elementenzyklus. Also Feuer tritt es los, bringt es in die Erscheinung, die Erde sichert es ab. Und die Luft vermittelt das Ganze, vertreibt das Ganze. Ja, also das heißt, im Erdelement, da sind die Lager voll bei einer Firma zum Beispiel und dann kommt das Luftelement und schaut, okay, wie läuft die Logistik, dass wir da permanenten Warenaustausch haben. Natürlich ganze Handel, Kommunikation und so weiter. Auch viel was PR, also Öffentlichkeitsarbeit, also der ganze geistige Kontakt dann wieder mit dem Umfeld, da sind einfach die Luftzeichen unschlagbar, weil die halt einfach Luft ist das leichteste Element, ja, das geht nach oben, das bewegt sich permanent, das passt sich komplett immer an dem, was gerade erfordert wird von der Umwelt und das heißt, da geht es ganz stark um den Austausch. Und bei den Zwillingen natürlich der materielle Austausch, also wirklich alles, wo sich was bewegt, wo was rattert, wo irgendwelche Prozesse ganz, ganz geschwind ablaufen. Bei der Waage, ja, das ist dann mehr so wirklich der Austausch zwischen den Menschen. Ja, da geht es auch ganz, ganz viel um Ästhetik, die Benimmregeln. Ja, also wie benimmt man sich in welchem Kontext? So diese ganze Business-Etikette zum Beispiel, ja. Oder auch jetzt eben so die Benimmregeln, wenn man irgendwo auf dem Ball ist. Ja, so das ist natürlich auch ganz eine wichtige Komponente des Austausches untereinander. Und dann der Wassermann, ja, ist dann die fixe Luft. Ja, das mag zwar
zuerst so ein bisschen Widerspruch sein, fixe Luft. Aber das heißt nichts anderes, als dass der Wassermann schaut, da im vierten Quadranten, dass die all diese verschiedenen geistigen Strömungen, die es da gibt, dass da irgendwie so ein einheitliches Feld draus wird, so ein Denkfeld draus wird. Darum sagt man eben auch, Wassermann, das Zeichen der Freundschaften und auch der Bündnispartner, ja, also der ideellen Freunde, weil da finden sich halt dann die im Wassermann, die halt einfach einer gemeinsamen geistigen Linie anhängen und sich da permanent austauschen. Und die Neuigkeiten und die Innovationen, die es dort gibt, halt ja, untereinander vermitteln. Das ist eben die ganz, ganz wichtige Funktion vom Luftelement. Und ja, also wir sehen schon auch aktiv ist Feuerelement, also auch nach außen gerichtet, ja, also will in die Aktion reingehen. Feuer eben noch eher brachial, ja, also so wirklich so über den Trieb so ein bisschen, ja, und Luft aber dann schon aus dem Gehirn raus, übers Geistige. Und wie du gesagt hast, Antonia, eben dadurch neigt er auch zur Neutralität, ja, also eben keine Partei zu ergreifen und wird natürlich, kann dann von manchen, die zum Beispiel eben viel Erde im Horoskop haben, auch dann als oberflächlich empfunden werden, wobei die Oberflächlichkeit ja die große Stärke der Luftelemente ist, weil man eben dadurch ganz, ganz viele Informationen in kürzester Zeit austauschen kann. Und wenn man jetzt jede dieser Informationen emotional erstmal umfassend verarbeiten würde, dann würde das natürlich total das Tempo drosseln. Ja? Und das ist ja nicht die Funktion vom Luftelement, die Funktion ist die Vermittlung. Ganz genau. Und eben sehr wichtig auch die Neutralität, das Abwägen der Fakten erstmal ohne Meinung. Eine Meinung und auch die Durchsetzung sehe ich oft beim Feuer. Die sind ganz stark auch davon gesteuert, was sie für eine Meinung zu einer Sache haben. Aber natürlich auch die Wasserzeichen, zu denen kommen wir gleich noch. Christoph, wie spiegeln sich denn jetzt die Lufttypen in den Management-Kategorien wieder? Also ganz, ganz witzig ist, wenn man sich schon anschaut, die alten Temperamententypologien aus der Renaissance zum Beispiel, da gibt es ja schon immer so eine Wertung drin, in der Richtung, dass das Erdelement, der Melancholiker, ist immer so ein bisschen so der schlechteste von denen. Und der Lufttypus, ja, der Sanguiniker, ist immer so ein bisschen der beste von denen. Und natürlich die aktuellen Management-Lehren, die sagen immer, nee, alle sind gleich gut, gleich wichtig. Aber indirekt wird dann doch eigentlich einer so ein bisschen zu dem Unbeliebtesten und einer zum Beliebtesten gekürt. Und da hat sich nichts dran geändert. Ja, also das Luftzeichen, das ist eigentlich immer dann bei vielen der Typologien so die Krönung von dem Ganzen. Also derjenige, der wirklich in jeder Situation mal abwägt und genau das Richtige macht, ja, muss er jetzt einfach mal durchgreifen mit harter Faust und autoritär sein, soll er kooperativ sein, soll er jetzt gerade auf die emotionale Ebene wechseln. Also das Luftzeichen kann eigentlich in den Management-Lehren sehr oft dann alles. Ja. Mhm. Also zum Beispiel bei den BWL-Menschenbildern von Schein, der hat ja im Grunde seinen Lufttypus, hat er sozusagen als Krönung der anderen drei gesetzt. Der komplexe Mensch heißt er dort. Bei Redian ist es der Integrationsstil, ja. Bei Mekowi der Spielemacher, auch eben ganz eine witzige Komponente von der Luft. Ja, also der sieht eben, der wird motiviert dadurch, dass er ein Spiel spielen darf. Ja. Und wo aber je weniger Regeln, desto besser, je mehr Schlupfwinkel für seine Kreativität, desto besser. Und ja, dem geht es in erster Linie darum, das Spiel möglichst gut zu spielen. Und dadurch kann man natürlich auch manchmal menschliche Grenzen sehr einfach überschreiten. Ja? Wie eben beispielsweise auch Donald Trump mit Sonny Uranus in den Zwillingen. Ja, wenn man das als Spiel sieht, ist das ganz eine andere Perspektive, als wenn es beispielsweise ums menschlich-seelisch-emotionale geht. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich so tolle Begrifflichkeiten wie der Inspirator, ja, bei Insights MDI oder eben im Team-Management-Profile der Entdecker. Also das sind so die verschiedenen Begrifflichkeiten. Oder eben auch im Myers-Briggs Typenindikator, also den MBTI, der ja auch sehr, sehr bekannt, sehr, sehr populär bis heute ist, da ist im Grunde die Intuition. Also wir sehen, der Lufttypus eigentlich immer so ein bisschen der da fast der erstrebenswerteste ist. Ja, auch wenn die dann immer sagen, nee, alle sind gleich viel wert. Also interessant ist natürlich, wenn man jetzt das von der reinen astrologischen Lehre her betrachtet, erkennt man schon einige Sachen wieder, die man jetzt in der Astrologie vielleicht doch noch in einem anderen Element verorten würde. Also der Motivator zum Beispiel würde ich eher im Feuer sehen. Das ist für mich so eine klassische Feuerqualität, dieses Mitreisende. Oder die Intuition. Wobei es gibt natürlich eine geistige Intuition und eine gefühlsmäßige Intuition. Aber für Intuition, diese haben eigentlich die Wasserzeichen für sich abonniert. Würdest du denn auch, oder würdest du sagen, also man kann ja wahrscheinlich das jetzt nicht ganz 1:1 übertragen, oder? Vom astrologischen Element auf die Management-Elemente.
Ja, Michel Foucault hat ja ganz schön diesen Ausdruck der, von der Ortlosigkeit der Sprache geprägt. Also sobald wir irgendwas artikulieren, da sind wir auch wieder im Luftelement, da kommen wir immer in die Problematik, dass es ja kein 100% neutrales Bewertungssystem gibt, welcher Begriff wie zuzuordnen ist. Also inhaltlich ist es eine irrsinnige Deckung mit den vier Elementen, also all diese Typologien. Welche Worte welche verwendet, da muss man natürlich dann auch in die Originalliteratur reinlesen, weil man dann, wie du eben sagst, sehr oft draufkommt, der eine sagt, sieht Intuition als was rein Geistiges, der nächste als was rein Gefühlsmäßiges, aber sie verwenden es dann eigentlich immer im Sinne von dem Typen, der es auch astrologisch bedeutet. Sehr interessant, da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Mondknoten in den Zwillingen. Man muss schon genau hinhören und die Sprache wirklich sich schon genau angucken und auch den Kontext genau verstehen. Das ist, glaube ich, das, was uns jetzt in den nächsten 1,5 Jahren auch der Mondknoten in den Zwillingen ein bisschen nahelegt. Dass man da nochmal von seiner Meinung abrückt und nochmal genau zuhört. Und das ist eben auch vielleicht auch eine der Lernthemen von den Luftzeichen, weil Luft glaubt immer, das wäre alles logisch abstrakt lösbar und eh alles genau definiert, ist es aber nicht. Ja? Also da kann man dann wirklich nur in den Kern der Dinge kommen und da sind wir dann auch schon bald wieder bei den Wasserzeichen. Wie du sagst, also wenn man sich da emotional auch einfühlt und auch emotional probiert mitzuschwingen, was meint der jetzt wirklich mit diesen Worten? Das ist dann eben dann schon die nächste Stufe nach der Luft, eben dann das Wasser. Ja, genau. Ach, da wurden wir auch nachgefragt. Was kommt denn nach der Luftepoche? Da haben wir dann schon wieder ein Thema für ein neues Video. Und nochmal an euch, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer, wir werden jetzt gleich, wenn wir mit den Elementen durch sind, natürlich auch nochmal eine Vorausschau wagen, wie sich denn nun die einzelnen Elementtypen in der Luftepoche behaupten können, was es da für Erfolgsstrategien gibt. Zuvor wollen wir uns aber noch das Wasserelement anschauen. Genau. Genau. Und beim Wasser ist die Motivation eben die Intuition oder das Gefühl von etwas, was man hat. Da sind wir schon beim Thema. Menschen mit viel Wasser im Horoskop sind gefühlsbetont. Das ist ja das Element der Gefühle. Intuitiv, aber jetzt eben emotional intuitiv, sensibel. Sie erahnen und durchdringen die Dinge und entscheiden aus dem Bauch heraus. Sie folgen ihrem Instinkt und sind dadurch manchmal unberechenbar. Sie sind hilfsbereit, aber auch manipulativ, da sie den offenen Kontakt scheuen. Und es ist so witzig, wenn man zum Beispiel einem wasserbetonten Menschen was verkaufen will, dann hat man keine Chance, denjenigen mit irgendwelchen guten Fakten zu überzeugen. Wenn der kein gutes Gefühl dabei hat, dann ist dem das egal. Für den Wassermenschen ist es einfach wichtig, dass er bei einer Sache ein gutes Gefühl hat. Genau, und auch natürlich, dass er den Verkäufer mag, weil die Wassertypen, da geht es auch immer ganz stark einerseits ums Empfinden, ja, um das innere Seelenleben, aber auch eben um das Soziale, also sprich um das menschliche. Das stimmt, Komponente. Er wird eher kaufen, weil er den Verkäufer sympathisch findet, als weil der die tollen Argumente hat. Genau, das ist so die Masche von QVC, ja, die haben sicher auch viel Wasser im Horoskop drin. Sind wir auch schon wieder in dem Übergang, ja, weil also da, wo dann der Geist eben nimmer weiterkommt, weil einfach das Latein der Fakten am Ende ist und der logischen Argumentationsketten, da kommt man dann nur noch mit der Intuition weiter und dann sind wir eben schon im Wasserelement drinnen, in den Gefühlszeichen, ja, und die handeln vor allem aus dem Bauch heraus. Aus der Emotion heraus. Das mag dann manchmal für den Außenstehenden irrational sein. Ganz genau. Ne? Man weiß einfach nicht, was geht jetzt in, warum tut er das? Ich als Erde so, Erde und Luft. Warum tut der Mensch das? Weil mein Ex-Mann Skorpion, ich habe den oft einfach nicht verstanden. Und der sagte dann immer, ja, das kann ich dir nicht erklären. Ich empfinde das eben so. Dann standen wir gar. Ja, da sind wir natürlich dann im Urmenschlichen zurück wieder, gell? Weil im Grunde auch, wenn wir als Erdzeichen, als Luftzeichen die Dinge noch so gut rationalisieren und logisch argumentieren, im Endeffekt, es gibt halt keinen neutralen Algorithmus, um wirklich langfristig über Dinge entscheiden zu können. Ja. Und es ist immer dann das Gefühl, was unter allem ist. Das Wasser, das ist immer die Basis von allem, was sich in der Erscheinungswelt entwickelt. Und auch wenn es dann eben noch so verklausuliert ist, Ausgangspunkt ist immer das Wasser und ein Gefühl. Ja? Und aus dem Gefühl wachsen dann Argumentationsketten, wachsen dann irgendwelche logischen Begründungen. Ja? Aber im Grunde, es gibt eben keine
tatsächliche Logik, ja, weil man muss dann nur die Logikblase ändern und dann funktionieren plötzlich ganz andere Argumentationsketten. Und das ist, was das Wasser durchschaut, intuitiv, ja, genau, emotional. Ganz genau, ja. Mhm. Ja. Das ist wirklich so interessant an den Wassermenschen, dass sie, wenn sie das sich eine Weile angeguckt haben, wirklich so ein untrügliches Gespür entwickeln. Und die können dir dann oft auch nicht erklären, warum. Das ist dann genau so. Ja, also ich hatte da mal eine ganz witzige Studioproduktion mit dem Krebs und einer Jungfrau. Also der Krebs, das war der Schlagzeuger. Die Jungfrau war der Produzent. Ja, ist ja auch ganz klassisch Jungfrau. Da 1000 Knöpfe und Zeug und Effekte und eben all diese Details für den Überblick zu behalten und da einen guten Sound rauszumachen. Und dann beim Abmischen, ja, man hat nur auf den Krebs schauen müssen. Das war noch so ein doppelter Krebs mit Sonne im 12. Haus. Und man hat schon gesehen, okay, wenn der irgendwie komisch schaut oder sich komisch bewegt, dann stimmt da was vom Sound nicht. Das heißt, der hat zuallererst die Witterung gehabt, noch bevor es alle anderen gehört haben. Ja. Und nachdem hat man eigentlich echt blind gehen können. Ja, und dann hat man schauen müssen, okay, der guckt komisch, irgendwas kann nicht stimmen. Und dann hört man halt hin und dann hört man es auch, was da nicht passt. Ja, also es sind einfach irrsinnige Seismographen, die Wasserzeichen. Die schwingen aus, lange bevor das eben zum Beispiel ein Erdzeichen irgendwie spürt. Ja, das ist wohl so. Und es ist ja auch jetzt im Zuge der ganzen Gehirnforschung und Neurobiologie wird ja auch immer klarer, dass unser uralter emotionaler Körper, unser emotionales Gehirn, was ja wesentlich älter ist eigentlich als das intellektuelle Gehirn, dass es eben auch immer noch sehr stark auch das intellektuelle Gehirn steuert, weil die Emotionen eben auch einfach noch schneller sind als die Gedanken. Die Gedanken liegen da drüber. Das ist so eine Schicht vom Hirn. Ich glaube, es ist Stammhirn sogar. Und dann eben das intellektuelle Hirn, was die Gedanken erzeugt, wird vom emotionalen Hirn ganz stark mitgesteuert. Deswegen ist es schon gut, wenn man sich trotz der intellektuellen Fähigkeiten, die man hat, eben schon auch im Einklang mit seinen Gefühlen befindet. Ja, unbedingt, weil das sind natürlich die tiefsten tektonischen Schichten unseres Bewusstseins. Also eigentlich das Unbewusste und das Unterbewusste ist in den Wasserzeichen. Ja, und dann die Bewusstseinsschwelle, die ist dann vor allem durch die Luftzeichen. Aber die hängen da einfach dran. Ja, so wie ein Baum nicht einfach irgendwo in der Luft wachsen kann, sondern einen Grund braucht, aus dem er herauswächst. Und so ist es halt eben mit dem Urgrund des Wassers. Ja, also das ist so das große Meer der Einzeit. Da, wo alles, was wir irgendwann mal empfinden, fühlen, sehen oder was überhaupt aus der Welt hervorgequollen kommt, was eben dort seine Quelle findet. Ja. Deswegen ist ja der Krebs auch im 4. Haus. Das 4. Haus gilt ja auch das Haus sozusagen als unseres Urgrunds oder auch der Verwurzelung. Genau. Geh noch mal ganz kurz durch. Du hast vorhin auch schon so schöne Sachen noch zu den Zeichen. Also Krebs kennen wir ja eigentlich alle auch das Vorurteil, ach, der launische Krebs, launisch wie der Mond. Ja. Immer so seine Gefühle, wenn seine Gefühle verletzt sind, das ist immer ist auch eine große Motivation tatsächlich für einen Krebs. Also wenn er sich gut fühlt, ist alles dufte, aber wenn er sich schlecht fühlt, dann müssen auch bitte alle anderen dran teilhaben. Aber sag du noch mal was über den Krebs. Ja, besser kann man es gar nicht ausdrücken. Also der Krebs, der einerseits, mit dem Krebs wird es nie langweilig in der Gruppe. Also der sorgt dafür, dass immer irgendwie sich was tut und dass die Menschen emotional mitgerissen werden. Sehr, sehr oft im Positiven. Ja, ja, absolut. Aber es kann natürlich auch der Gefühlsterrorismus sein. Also kein Zeichen beherrscht es so genial wie ein Krebs, zum Beispiel an einer großen Tafel, an einem Tisch, einfach nur durch einen angefressenen Gesichtsausdruck allen so komplett den Tag zu verderben wie ein Krebs. Das ist die Schattenseite. Also das ist da beides drin, weil eben, also wir haben am Materiequadrant wieder Stier Zwilling und auf 0 Grad Krebs, da geht dann plötzlich der Lebensquell los. Das spricht aus den Nervenbahnen des Zwillings. Plötzlich kommt eine eigene Qualität des Lebens daraus hervor. Ja? Und das ist eben der Krebs. Also da, wo das Leben so erstmal so wie so ein Bächlein oder wie so ein Quell hervorsprudelt und einfach noch ungeordnet und unstet ist und erst nochmal so seinen Weg finden muss. Und dadurch ist es einfach da, wo wir alle als Menschen ganz unmittelbar dranhängen, aber was natürlich auch typisch das Menschliche auch zum gewissen Grad unplanbar ist, ja, und unkontrollierbar ist. Und das ist ja auch, was uns dann auch oft aus viel zu starren Strukturen wieder rausspült. Also wenn dann der Steinbock gegenüber Überhand nimmt, ja,
Dann kommt irgendwann wieder so eine Eruption aus dem Krebs und spült die Struktur hinfort. Wie beispielsweise beim Mauerfall. Ja, da war das ja auch so. Das war ja Krebsaszendent und gegenüber ein randvoller Steinbock mit dem Saturn Neptun drin. Und da ist dann einfach das Volk gekommen. Krebs ist ja auch das Volk, die Volksmasse. Ja, auch das so die Stimmung im Volk, die Stimmung auch in der Belegschaft, in der Firma. Ja, also das heißt, der Krebs rettet uns auch vor zu viel Überstrukturierung. Genau, und der Skorpion, was für ein Gewässer ist denn dann der Skorpion im Vergleich dazu? Ein schnell dahinfließender Strom, der alles mitnimmt? Ja, das ist in eine Richtung. Das Skorpion ist das fixe Wasser und da gibt es natürlich viele Assoziationen. Einerseits ist der stehende Dümpel, ja, wo dann langsam das Wasser auch schon manchmal zu modern anfängt und zu gären anfängt. Im Skorpion, da sind ja auch die ganzen Destillationsprozesse und die Alkoholherstellung drin abgespeichert zum Beispiel. Ist aber natürlich auch das Eis, also da, wo das Gefühl, das Wasser gefriert zu Eis. Die können dann auch manchmal ja auch richtig kalt werden, die Skorpione, wenn ihnen zu lang was quergelaufen ist, ja, und dann halt wirklich total nach Plan agieren. Und dann ist natürlich das kanalisierte Wasser, also das genau. Wasser, das ja, so das ganz, ganz Kopf, ja. Strengen, konzeptualen Kanälen entlang rinnt. Ja. Weil nämlich der Skorpion ja sehr vorstellungsfixiert ist, da fliegt das Wasser in eine bestimmte Richtung und wenn du da reinfällst, dann wirst du mitgerissen. Das ist keine Chance. Genau, ja, genau. Und ich habe beim Skorpion aber auch immer die Assoziation von Lava gehabt, als flüssiges Element, aber mit Feuer, weil der Skorpion wurde ja früher auch vom Mars beherrscht und der hat ja dieses Leidenschaftliche. Und das fand ich immer, da musste ich immer dran denken, so bei Lavaströmen, habe ich mich auch immer an die Skorpionenergie erinnert. Ja, das ist eine gute, ein sehr, sehr schönes Bild, eben gerade durch die Herrschaft des Marses, der ja auch im Skorpion sein Domizil hat. Ja, deswegen, ne? Genau, und dann die Fische sind ja wohl dann in dem Zusammenhang das tiefe, weite, große Meer, oder? Der Ozean. Ja, die Fische sind das große Meer des Unbewussten, also da, wo dann jeder Tropfen, der irgendwann mal runterregnet und durch irgendein Bächlein hervorgequollen kommt und in irgendeinem Dümpel mal drin war, dann früher oder später dann am Ende des Tages wieder landet, also das große Meer, aus dem wir alle irgendwann hervorgestiegen kommen und alle irgendwann wieder zurückversinken, das sind die Fische. Ja, also da, wo sich auch alles dann wieder auflöst in so eine, ja, in so ein großes weißes Rauschen. Deswegen die Fische, die haben ja auch, ist ja auch das Zeichen der großen Ahnungen, die auch ganz stark sozusagen ihres eigenen Subjektivismus enthoben sind und ganz, ganz ein starkes Gespür haben für Dinge, die kommen oder auch für Verdrängtes, was jetzt zum Beispiel in der Familie vorgeht, was in der Firma vorgeht. Und Fische können deshalb eben auch sehr, sehr gut die Fakten auflösen und neu zusammensetzen. Also ganz, ganz viele Finanzgenies sind auch Fische oder haben eine starke Neptunbetonung, weil die halt eben, wo eine Jungfrau dann immer mit dem Analysieren ans Ende kommen würde, wenn es dann um Milliarden und Billionenbeträge geht, für Fische gar kein Problem. Ja, ob das jetzt Millionen, Billiarden oder was auch immer ist, die können da einfach die Gefängnisse der Logik einfach auflösen, um aus diesem Nebel eine neue Welt zu erschaffen. War nicht Einstein auch Fische? Genau, also viele Visionäre, Einstein war auch Fische mit dem Krebsaszendent übrigens. Ja. Dadurch hat er das eben auch so als Person dann auch so emotional charmant rübergebracht. Genau. Ja, und klar, natürlich auch die Schattenseiten dieser großen Auflösung in den Fischen, ja, so wo das große Gewässer dann natürlich manchmal auch die Verschleierung sein kann, ja, oder die Lüge, der Betrug, ja, die Halbwelt, Drogen, ja, Exzesse und so weiter. Also wir sind ja gewöhnt, im Element Luft ganz scharf zu sehen, aber wenn man dann mal im Wasser taucht, also wenn man jetzt ohne Hilfsmittel im Wasser die Augen öffnet, ist alles unscharf und man kann nichts mehr erkennen. Das ist eben, das kann da auch passieren. Wie spiegeln sich denn jetzt die Wasserelemente in den Management-Typologien wieder? Ja, also das sind immer dann so die sozialen Typen. Also die im Regelfall dann immer, was heißt ja in der Personalabteilung, werden die sehr, sehr gut aufgehoben, wo es darum geht, um den Menschen, um das Menschliche. Ja. Wobei natürlich jetzt die neueren Versionen dieser Typologie natürlich auch wissen, auch heute eine Führungskraft muss ja eigentlich total empathisch sein. Ist dann immer so wie in den 60er, 70er Jahren, dass man sagt, nee, das Feuerzeichen ist der gute Führer, der allen sagt, wo es lang geht. Es ist ja heute eher sogar kontraproduktiv. Heute muss man ja wirklich auf die Menschen eingehen können und da haben einfach die Wasserzeichen ein extrem gutes Gespür. Ja, bei Schein ist das der soziale Mensch.
im 3D-Programm von Reddin, der Beziehungsstilmanager, also auch wieder ganz, ganz passend. Bei McCobie, der Firmenmensch, ja, der eben nicht motiviert wird durch Karriere und durch tolle Projekte und durch pfiffige Ideen, sondern dadurch, dass er sich im Schoß einer Firma, sozusagen in der Familie der Firma gut aufgehoben fühlt. In Insights ist der Unterstützer, ja, also der eben wirklich dann emotional sozusagen seine Mitarbeiter oder seine Kollegen unterstützt. Die Wasserzeichen sind auch immer die, die vielleicht sich nicht gerade durch enorme Leistung im Unternehmen auszeichnen, die vielleicht dann sehr oft da am Kaffeeautomaten stehen, um Smalltalk zu führen und dadurch aber ganz stark auch das informelle Wissen, den informellen Austausch fördern. Ich kann sagen, es geht von der Klatschbase bis zum Unternehmensseelsorger, ja, zum Inoffiziellen. Und oft merkt man erst, wenn so ein Wasserzeichen nicht mehr da ist, wo dann viele zuerst vielleicht glauben, gerade zu Erdzeichen, ah, der war eh so schusselig und hat bei seinem Projekt nie was vorangebracht. Und wenn die dann plötzlich nicht mehr da sind, merkt man erst, was dann menschlich fehlt und was alles halt zusammenbricht an informellen Strukturen, die rein durch diese emotionale Vermittlung funktioniert haben. Genau, und das, wenn man das jetzt schön zusammenrundet, muss man ja wirklich sagen, es stimmt schon, dass es idealerweise so ist, dass diese vier Typen alle vorkommen und möglichst jeder eine Aufgabe haben, die ihnen dann immer genau entsprechen. Dann ist es eigentlich ideal in dem jeweiligen Betrieb. Genau, ja, und das geht es ja generell. Also natürlich diese Vierer-Typologien, also die machen einen riesen Umsatz. Das sind zig Millionen Tests, die da von diesen Anbietern verkauft wurden in den letzten Jahrzehnten. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr rudimentäres, fast schon steinzeitliches Raster, zu sagen, da gibt es die vier Typen. Manche behelfen sich, sagen, okay, da gibt es halt noch Mischtypen oder da gibt es verschiedene Gewichtungen, aber im Grunde bleibt es immer bei den vier Typen. Das können wir natürlich mit dem persönlichen, individuellen Horoskop natürlich noch viel, viel exakter und genauer ausmessen. Ja, also wo man dann wirklich auf Basis von diesen vielfältigen Faktoren des Horoskops jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit auch herausarbeiten können. Aber ja, eben diese vier Elemente, das ist natürlich ein super Einstieg, gerade in die Welt der Astrologie, weil es uns eben in so vielen anderen Denkmodellen, in der Psychologie, im Management, in der Soziologie entgegenkommt. Ja. Christoph, du berätst doch auch eine ganze Menge Leute aus dem Managementbereich. Wenn du zum Beispiel da astrologisch arbeitest, haben die dann da Berührungsängste und sagen, ach nee, also Astrologie, oder hast du eine andere Art, das zu benennen, oder hast du mit Leuten zu tun, die da offen für sind? Naja, also man glaubt ja immer, Management, das wären so irgendwelche langweiligen Typen mit Aktenkoffer, die nur Dollarzeichen in den Augen haben, aber so ist es ja nicht. Also die meisten, die zu mir kommen, das sind echt richtig coole Menschen, die irgendwann mal eine tolle Idee hatten, die was im Kopf haben und plötzlich haben sie dann ein Unternehmen mit 10, 50, 100, 200 Mitarbeitern und sind aber immer noch so dieselben Revoluzzer, wie sie früher schon waren. Das sind eher dann Leute, die deutlich offener sind für neue Denksysteme als vielleicht so der Mainstream. Ja. Und die dann auch sagen, okay, jetzt so diese banalen Fragebögen, wie es eben diese Diagnostik-Tools, auf die wir jetzt gerade eingegangen sind, das ist ja schon irgendwie ein bisschen Hokuspokus und Aberglaube, aber ich möchte schon jetzt auch mal wissen, wie das mit der Astrologie ausschaut. Und viele von denen sind ja auch so, dass die teilweise schon seit Jahren, Jahrzehnten sich auch astrologisch intensiv befassen. Also wir sind alle Menschen, egal ob man jetzt eine Firma hat oder irgendwo im Management arbeitet, wir sind in erster Linie Menschen. Ja? Und da ist es im Grunde gleich wie in der Gesamtbevölkerung grob ein Drittel und dieser Wert ist stabil. Ja, da gibt es ja viele Untersuchungen und Statistiken. Rund ein Drittel im deutschen Sprachraum der Menschen halten zumindest für möglich, dass an Astrologie was dran ist. Und das sind sehr viele. Das stimmt. Und das ist auch am Steigen im Moment, würde ich sagen. Ich würde gerne jetzt nochmal, Christoph, wie wir es auch versprochen haben, darauf eingehen, wie denn jetzt die einzelnen Elemente sich so bewähren können, wenn doch jetzt die Luftepoche kommt. Weil viele Fragen gingen auch in diese Richtung, ne, die uns geschrieben haben. So, oh, ich bin Element Wasser, wie komme ich denn jetzt klar in der neuen Luftära? Und du hast ja auch ein Video gemacht, Erfolgsstrategien für die neue Zeit, heißt es. Also es heißt was mit Erfolgsstrategien und Zukunft. Und das verlinke ich auch noch. Und vielleicht kannst du uns ein paar Erfolgsstrategien verraten,
die du sehen würdest für jedes Element? Ich meine, wir können jetzt hier natürlich nicht aufs individuelle Horoskop eingehen, das haben wir gerade erfahren. Das ist natürlich die Königsklasse eigentlich, um zu schauen, was man wirklich für einen Typ und für einen Mensch ist. Aber da wir ja hier von den Elementen gesprochen haben, würde ich denken, dass es vielleicht ein ganz toller Service ist für unsere Zuschauer, wenn wir jetzt da nochmal so ein bisschen einen Ausblick machen. Und vielleicht bei den Gelegenheiten, falls du noch eine schöne Grafik hast, können wir die ja dann auch noch zeigen. Ja, also wir hatten ja das letzte Mal uns schon ausführlich unterhalten, diese Zeitenwende von 200 Jahren unter Jupiter, Saturn in Erdelementen hin zu den Luftelementen, also weg von der kapitalistischen Konsumgesellschaft, wo es ums Besitzen, ums Raffen, ums Horten ging, hin zu einer Wissensgesellschaft, wo halt die Ideen ganz stark im Vordergrund stehen. Und da sind natürlich die Luftzeichen, die fühlen sich da besonders wohl, weil alles wird ganz beweglich, wird volatil. Man hat über die Informationsgesellschaft, über Internet, das sich ja im Laufe der nächsten Jahrzehnte vom Internet übers Evernet hin zu so einer richtig geistigen Schicht, die den ganzen Globus umzieht, entwickeln wird. Und da haben wir im Grunde dann mittelfristig, haben wir permanent jede Information sofort zur Verfügung. Die Luftelemente selbst, denen liegt es natürlich sehr, sehr gut, aber die haben natürlich auch die Gefahr, ich glaube, ich blende vielleicht gerade mal Wollen wir noch dazu eine Grafik? Ah ja, genau, dann passt das. Ja, die Luftelemente, die haben aber die Gefahr, dass sie sich vielleicht auch komplett verzetteln drin. Ja. Weil man kann ja jede Sekunde wieder einem neuen Thema hinterherhechten und da nochmal ein Video gucken, da nochmal einen Artikel lesen, da nochmal das neueste technische Tool ausprobieren. Und so gehen sehr schnell die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre ins Land, ohne dass man was vom Tisch gebracht hat. Ja, also das heißt, die Luftepoche ist eigentlich auch gerade für die Luftzeichen eine enorme Herausforderung, sich da nicht zu verzetteln. Sondern da ist wichtig, sich wirklich auch mittellangfristige Lebensziele ganz bewusst zu stecken und die dann auch zu verfolgen und sozusagen diesen unendlichen Fundus an Tools, an geistigen Möglichkeiten zu nutzen, um eben diese Ziele zu erreichen. Ja, dann bei den Erdzeichen, für die wird natürlich der Bruch besonders stark. Die haben sich jetzt so schön gerade arrangiert und zurechtgerückt in der Erdepoche. Ja, man muss was fleißig lernen in der Schule, dann muss man irgendwo in der Firma anfangen und da alle paar Jahre kommt man in der Karriereleiter wieder einen Schritt nach oben und plötzlich sind all diese Sicherheiten weg. Plötzlich ist alles total beweglich und durcheinander. Plötzlich kann es sein, dass man irgendwie 20 Jahre lang hart in seinem Job gearbeitet hat und plötzlich ist es weg, ja, oder plötzlich ist einer, der erst seit einem Jahr im Unternehmen ist, ist dann der eigene Vorgesetzte, so ein 20-jähriger junger Typ. Das vermischt sich alles total. Und das ist natürlich für die Erdtemperamente eine ganz, ganz starke Herausforderung, jetzt in dieser Beweglichkeit irgendwie selbst ein bisschen Flexibilität dazu zu gewinnen. Da werden sich einerseits die Jungfrauen ein bisschen leichter tun, weil die sind ja die bewegliche Erde, die sind ja eh gewohnt, permanent in Bewegung zu sein. Die Jungfrau muss nur schauen, dass sie sich nicht dann zu viel anpasst, ist ein Merkurzeichen. Und dass sie auch irgendwie schaut, durch Methoden wie Achtsamkeitstraining zum Beispiel, dann doch irgendwie dann wieder sich einzunorden. Mhm. Die Steinböcke, die werden in der Luftepoche, ja, da ist eben auch ganz wichtig, eben sozusagen am Skelett von dieser Luftgesellschaft mitzubauen, weil all diese Informationstechnologie funktioniert ja nur, wenn es auch die Datenstrukturen gibt. Ja, wenn es das weltweite Netzwerk an Informationskanälen gibt und so. Und da ist natürlich das strukturierte Denken vom Steinbock immer noch sehr gefragt. Ja. Und beim Stier, der ist eh jetzt schon seit der Uranus durch ihn durchläuft, enorm gefordert, jetzt auch mal wirklich das Fenster aufzureißen und einmal die frische Luft reinzulassen und alles, was da neu kommt, nicht nur als Bedrohung zu empfinden, sondern vielleicht auch mal als ja, Inspiration, als Impuls für Veränderungen. Aber klar, die Erdzeichen haben am meisten jetzt zum Umdenken und zum Neudenken. Auf der anderen Seite würde ich denken, dass das Element Erde ja eben auch für die Materie steht. Und eben auch dafür steht, dass wir natürlich weiterhin einen Körper haben, was essen müssen, uns bekleiden müssen. Das ist ja zum Beispiel auch die Domäne vom Stier in etwa, sodass ich denke, dass es für eine gewisse erdige Ausrichtung weiterhin jede Menge zu tun geben wird. Es wird wahrscheinlich einfach nur sich verändern, wie das alles angesehen wird oder wie das alles strukturiert werden wird.
Aber gerade vielleicht entsteht auch so eine Art Gegenbewegung, sagtest du ja auch, ne? Zu jeder Bewegung gibt es immer eine Gegenbewegung. Also ich denke jetzt eben an die Menschen, die davon träumen, Selbstversorgerhof zu machen, wie zum Beispiel meine Tochter, die Stier ist. Das Modell könnte sich durchaus, könnte ich mir vorstellen, auch viele, viele Anhänger finden. Und in irgendeinem Raum steht dann schon ein Computer, mit dem man dann auch an dem Geschehen in der Welt teilhaben kann. Ja, ganz, ganz wichtig. Danke dir vielmals, Antonia. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wenn eben alle dann nur noch in der digitalen Welt unterwegs sind, weil das der neue Mainstream ist. Ja. Ja. Also Mainstream heißt ja nicht, dass es nur noch das gibt. Ja. Es gibt ja noch viele Unter- und Gegenbewegungen, immer bei jedem Mainstream. Aber wenn jetzt der Mainstream den ganzen Tag am Rechner sitzt und in der digitalen Welt verbringt, dann wird natürlich das Körperliche natürlich auch umso wichtiger. Ja, also eben, wie du sagst, Gesundheit, alles, was mit dem Körper zu tun hat, Massage beispielsweise. Mhm. Ja, also das wird, oder auch eben Natur, vielleicht Bioprodukte, gesunde Ernährung, ja, wo wir bei der Jungfrau dann auch oder beim Stier ganz stark drinnen sind, Ausgleich zur digitalen Welt. Ja, also die Erdzeichen, was die da sicher super beitragen können, das ist sozusagen die Offline-Welt uns als Rückzugsrefugium aus der digitalen Welt weiterhin offen zu halten. Ja. Und aber was natürlich für die Erdzeichen besonders wichtig ist, wir hatten es erwähnt bei unserem letzten Gespräch, also gerade so Dinge wie, keine Ahnung, dass eine Website, ein automatisches Buchungssystem, dass die Buchhaltung vollautomatisch durchläuft und so, das sollten sich die Erdzeichen verabschieden, ja, weil viele, die empfinden es ja als enorm beruhigend und schön, wenn sie dann wieder irgendwelche Zahlen eintippen und dabei irgendwas zusammenzählen und Belege sammeln und Belege dann eintippen und so weiter. Also bitte damit nicht euer Zeit verschwenden. Wir brauchen euch, um die Offline-Welt als Refugium für die Menschheit zu erhalten. Genau, ja. Ja, danke. Ja, sehr schöner Punkt. Genau. Mhm. Genau, was können denn die Feuerzeichen beitragen? Ja gut, die Feuerzeichen sind ja, also Feuer und Luft sind ja beide aktive Zeichen. Das heißt, jetzt geht es wieder nach außen, wo die Feuerzeichen in der Erdepoche dann so ein bisschen so die Zähne zusammenbeißen mussten und sich anpassen und einfügen mussten. Da haben die jetzt wieder eine Möglichkeit, ganz stark in die Gestaltung zu gehen. Ja, und es geht halt eben aber darum, diese ganze technischen Netzwerke, die uns jetzt zur Verfügung stehen, immer mehr, die dann entsprechend aber auch aufzuladen, ja, also wirklich mit einer Power, mit einer persönlichen Energie, mit neuen Ideen aufzuladen, also sprich, da ganz stark den Aspekt der Gestaltung mit hineinzubringen, Projekte voranzubringen, solche Dinge eben. Und wie gesagt, also ist ja beides dieselbe Richtung, beides aktive Elemente, also grundsätzlich fühlen sich ja da die Feuerzeichen doch ganz wohl jetzt wieder in der kommenden Luftepoche. Genau, und eben Kreativität ausleben, da gibt es ja auch viel. Also wir haben ja auch jetzt schon einen wahnsinnig boomenden Entertainment-Markt, ne? Darüber haben wir uns ja auch unterhalten. Der ist ja im Zuge der Saturn-Pluto-Konjunktion in der Waage entstanden im letzten Zyklus. Und ich denke mal, das wird weiterhin eine große Rolle spielen, dass die Leute eben dann durch Computerspiele oder durch gute Schauspieler auf Streaming-Plattformen und so weiter angeregt werden. Und ich nehme auch die Motivatoren, die auch ja im Netz unterwegs sind, die werden auch weiterhin genug zu tun haben. Und Feuerzeichen ist ja auch Sport. Also ich denke mal, Sport ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass wir dann eben nicht nur immer vor dem Bildschirm sitzen, sondern dass wir uns wirklich auch körperlich betätigen. Und das sieht man ja jetzt schon, dass es ganz, ganz tolle Videoanleitungen gibt. Jetzt zur Zeit des Lockdowns war das ja sehr effektiv, dass Leute gesagt haben, hier, ich stelle euch ein Video online, dann könnt ihr hier mal ein bisschen eine Sportsession machen. Da würde ich auch noch so eine Aufgabe der Feuerzeichen sehen. Auf alle Fälle, ja, weil Sport ja, gut, war das natürlich irgendwo in der freien Natur, in der Turnhalle rumlaufen oder rumhampeln. Aber natürlich jetzt in der Luftära, da wird es natürlich auch ganz, ganz viele Online-Möglichkeiten geben. Ja. Also, dass wir jetzt vom Bildschirm sitzen, das ist eigentlich noch sozusagen, sind nur die letzten Züge der Erdepoche, dass wir da wirklich noch so ein Ding vor uns stehen haben müssen. Aber sobald dann die virtuellen Räume dann immer größer werden und immer realistischer werden, da wird man dann vielleicht gar nicht mehr groß unterscheiden können, ob man jetzt einen Marathonlauf, keine Ahnung, durch die ägyptische Wüste tatsächlich in Ägypten macht oder eben einfach in der Simulation. Meinst du ehrlich, dass Holodeck kommt? Ja, also bis 2050 ist es Wirklichkeit. Dauert noch ein bisschen, aber ich denke, viele von uns werden es noch erleben, ja.
Da bin ich nur 90, das wird schwierig. Ja, aber gute Perspektive. Gut, dann lass uns noch mal schauen, die Wasserzeichen, was können die denn jetzt beitragen? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass der Beitrag der Wasserzeichen eben die Emotionen, die Gefühle schon auf eine Art sehr wichtig wird. Aber wie? Ja, also die Wasserzeichen, da geht es dann darum, wie wir eigentlich so unsere ureigene Persönlichkeit, wie wir diese Luftnetzwerke nutzen können, um das mit unserer eigenen Persönlichkeit aufzuladen und eben auch um wertvolle soziale Beziehungen zu knüpfen und aufrechtzuerhalten und zu vertiefen. Ja, genau. Das sind so ein bisschen dann so die Inkubatoren von dem, was wo es sich halt dann weiterentwickelt. Ja, und denn nach der Luftepoche kommt ja die Wasserepoche. Ja, das wird zwar noch ein bisschen dauern, so 2150 ist oder 2159, um genau zu sein, geht es in die Wasserzeichen. Das ist dann eigentlich immer so ein Stadium, ja, also wenn dann plötzlich alles so ganz beweglich und volatil wurde in den 150 bis 300 Jahren Luftepoche, dann löst sich das ja am Schluss immer mehr auf, ja. Ja. Das heißt, das ganze Geistige, das zerfleddert immer mehr, zerfranst immer mehr und wird immer mehr dann in so einen Sumpf des Subjektivismus, dass das hineinkommt. Ist aber auch immer die Luftepochen, sind auch immer die Zeiten der großen Entdeckungen. Mhm. Also Zeiten, wo, also beispielsweise in der Vergangenheit war das meistens die Seefahrt, wo dann plötzlich wieder Expeditionen rausgeschickt wurden, um neue Kontinente zu entdecken. Das ist auch typisch für die Wasserzeichen. Ja? Also das heißt sozusagen die Brücke zur nächsten, zur neuen Welt. Denke ich mal, das wird dann, nachdem ja unser Globus jetzt ja schon abgegrast ist, es gibt ja nichts mehr, was man noch groß entdecken könnte, zumindest auf der Oberfläche, also wie das unter Wüsten oder ganz in der Meerestiefe ausschaut, ist wieder was anderes. Aber das wird dann wohl ja in 140 Jahren endgültig ein großer Aufbruch in den Weltenraum werden. Ja, oder vielleicht im Wasserzeichen dann, dass man in den Ozean zieht, dass man anfängt. Ja, genau, kann genauso sein. Diese Unterwasserstädte, die ja wie aus den Science-Fiction-Entwürfen oder futurologischen Entwürfen der 50er, 60er Jahre kennen, dass die dann vielleicht wirklich Tatsache werden. Aber nochmal kurz zu den Wasserzeichen selbst. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in Hinsicht auf Therapie und Heilung da das Element Wasser eine wichtige Aufgabe hat. Denn unsere Emotionen sind ja eben sehr archaisch und wir werden uns ja nicht, indem wir jetzt in die Luftepoche gehen, davon einfach abtrennen können. Die sind ja weiterhin da und die müssen ja irgendwie auch genährt werden. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass in Richtung Therapie, Heilung, Psychotherapie, dass da das Element Wasser sehr stark zum Tragen kommen wird. Genau, also so wie die Erdzeichen gefordert sind, uns die Offline-Welt über materielle Dienste irgendwie offen zu halten als Refugium, dass sozusagen unser Körper heil bleibt, so werden die Wasserzeichen für unser seelisches Heil natürlich ganz eine wichtige Rolle spielen. Weil natürlich da viele in dieser permanenten Informationsflut ja, also das wird natürlich seelisch, emotional irrsinnig anstrengend werden. Genau. Und wenn man da ein guter Therapeut ist, einer, der gut zuhören kann, einer, der gut sich in Menschen reinfühlen kann, also das ist dann eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Wasserzeichen in der Zukunft. Und eine andere Aufgabe vielleicht eben auch, wie du ja schon sagtest, weil die oft Sachen ahnen, bevor sie bei den anderen überhaupt im Verstand angekommen sind, sind sie natürlich wahrscheinlich in Gremien oder in kreativen Stäben oder Thinktanks oder wenn neue Sachen entwickelt werden, eben auch sehr wichtig, dass jemand dabei ist, der das wieder mit seinen Antennen schon so ein bisschen vorausspüren kann. Richtig. Ja. Richtig. Und dazu natürlich auch diese luftigen Netzwerke mit Seele zu füllen. Genau. Ja, also auch wenn es dann virtuelle Welten sind, dass das dann nicht einfach so typisch Luftzeichen, nur relativ detaillierte, aber doch hohle Gebilde sind, sondern dass da auch eine Emotion drin sich entwickeln kann. Ja, sehr schön, Christoph. Ich denke, damit haben wir unseren Element-Talk rund gemacht, mit diesem Ausblick in die Zukunft. Und zum Schluss möchte ich mich zunächst natürlich jetzt erstmal bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du uns hier wieder deine Zeit und deine absolut genialen Erkenntnisse geschenkt hast. Denn wir haben jetzt nicht nur... Antonia, du ja genauso.
Das war ja ein schöner Dialog jetzt. Sehr schöner Dialog und ich fand es auch toll, dass wir teilweise richtig auch so in den spirituellen oder psychologischen Tierkreis eingestiegen sind. Du hast ja richtig auch so die psychologischen und auch fast schon theosophischen Ansätze, ne? Das Feuer bringt Dinge in die Gestaltung und diese Sachen, das fand ich also auch richtig breathtaking, muss ich sagen. Fand ich ganz, ganz toll. Genau. Christoph, wenn sich jetzt Leute begeistert haben und interessiert sind und vielleicht was mehr lernen wollen, du bietest doch einen Online-Kurs an. Erzähl uns doch da mal kurz was. Ja, also ihr habt jetzt ja gesehen, eigentlich wie einfach jetzt diese vier Elemente sind. Jetzt haben wir, ich weiß nicht, eine Stunde geredet ungefähr und ich denke, jeder, der bis hier dabei geblieben ist, hatte schon ein sehr, sehr gutes Gespür, was die bedeuten. Und so ist halt auch mit der Astrologie. Viele haben ja Angst davor, weil da gibt es dann diese komplizierte Grafik mit hunderten Linien und Planeten drin und Häusern und Zeug. Und oft verläuft man sich da in so ein Dickicht, dass es Jahre dauert, um sich da einigermaßen zurechtzufinden. Und deshalb habe ich jetzt auch im Laufe der letzten Jahre so ganz ein neues Konzept entwickelt, wie man in einem Monat alle wesentlichen Grundfaktoren des Horoskops lernen und deuten kann. Ja, und da geht eben jetzt das Online-Seminar geht jetzt dann im Mai los für alle, die da mehr drüber wissen möchten. Ach, großartig. Und ich nehme an, du wirst das auch aufzeichnen, sodass man die Kurse später dann auch noch als Videos erwerben kann? Oder muss man schon live dabei sein? Das ist ja jetzt wichtig. Also wichtig ist live dabei sein, weil das sind die großen Tücken der Online-Welt, dass man dann glaubt, okay, sehe Informationen, das gucke ich mir irgendwann an und dann war man dreimal nicht dabei, kommt wieder dazu, versteht wieder nichts. Ja. Also gerade im Online-Format ist total wichtig, dass man auch in diesen 90 Minuten an diesem Abend voll präsent ist, dabei ist, auch seine Fragen stellt, die Gelegenheit nutzt, zu kommunizieren, Unklarheiten aus dem Weg zu räumen, Dinge nochmal genauer nachzufragen. Und das ist dann das Gleiche wie in einem Offline-Seminar. Ja, aber klar, man hat natürlich dann auch ganz, ganz viele Unterlagen, wo man das Ganze dann weiter vertiefen kann und dann auch mit beliebigen astrologischen Lehrwerken, Schulen und Methoden dann so sein Wissen verfeinern und erweitern kann. Hört sich großartig an. Wie wird der Kurs heißen? Das ist Astrologie für Einsteiger, also ganz einfach und banal. Das heißt, man kann wirklich mit null Vorkenntnissen dazukommen und nach dem Monat kennt man sich dann schon aus, dass man eben all die Elemente im Horoskop deuten kann, auseinanderhalten kann und weiß, was die bedeuten. Ja, und dann ist wie beim Klavierspieler, dann ist halt jahrelange eigene Übung, um dann zum Meister zu werden. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist dann allerdings sehr, sehr wichtig. Ich wollte auch noch mal ganz kurz dein Buch in die Kamera halten. Das hast du mir auch geschenkt, die magischen Praktiken des Managements. Also da stehen diese ganzen Sachen, die Christoph uns vorhin erzählt hat, auch noch mal drin zum Nachschlagen und Nachlesen. Ja. Du hast zwar vorhin gesagt, ach, nicht so wichtig, aber finde ich schon sehr wichtig. Ja, also ich habe auch auf der Prognostik.com auf meiner Website, wo meine eher wissenschaftlichen Arbeiten drauf sind, sind auch einige Artikel und einige von diesen Modelle, also für die auch einfach mal jetzt schnell online reinschauen wollen und ein bisschen was lesen wollen. Genau, ja. Und dann habe ich mir natürlich auch noch Gedanken gemacht. Und zwar wollt ihr ja jetzt vielleicht wissen, huch, was bin ich denn jetzt für ein Elementtyp? Wie viel Element von was habe ich denn jetzt im Horoskop? Ich habe dafür eine Elementauswertung für euch kreiert. Die stelle ich jetzt demnächst online auf meiner Homepage und verlinke das dann auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann schauen, welche Elemente in eurem Horoskop überwiegen. Denn das beläuft sich eben nicht nur nach dem Sternzeichen, sondern auch danach, wie eure anderen Planeten verteilt sind und sogar die Besetzung der Häuser wird in diese Bewertung mit einbezogen, weil auch die ihre Elemente haben. Und dann habt ihr das mal so auf einen Überblick. Genau. Und Christoph hat natürlich noch mehr tolle und spannende Videos produziert zum Thema Zeitenwende, Zukunftsstrategien. Die verlinke ich euch hier auch und ihr solltet euch auch auf jeden Fall mal auf seinem Kanal umschauen, Christoph Niederwieser oder auch einfach Astromanagement googeln, dann findet ihr es auch. Genau. Und hier empfehle ich euch natürlich auch die Videos, die wir beide zusammen schon gemacht haben. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne, viel Freude weiterhin mit der Astrologie, alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund. Tschüss und tschüss, Christoph. Tschüss, alles Gute.